Shalom zusammen. In diesem Video wollen wir uns einmal mit okkulten Phänomenen beschäftigen, von denen wir uns als Christen fernhalten sollten, auch wenn diese okkulten Phänomene heute zum Zeitgeist der westlichen Welt gehören. Viele Menschen leiden heutzutage an okkulten Belastungen, ohne es zu wissen, und um davon befreit zu werden, ist oft ein Befreiungsgebet notwendig, das wir am Ende des Videos zusammen beten wollen. Viele Menschen haben oft Glücksbringer in ihren Wohnungen oder im Auto oder sogar an ihrem Körper, zum Beispiel in Form von Amuletten. Das Wort Amulett kommt aus dem lateinischen Wort Amulettum und bedeutet so viel wie Kraftspender. Doch in Wahrheit spenden Amulette keine Kraft, sondern saugen die Kraft und den Segen Gottes aus. Der Professor der Theologie Kurt E. Koch schrieb im Buch Okkultes ABC folgendes dazu. Das Amulett ist ein Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden, um Glück zu spenden oder vor Schaden schützen soll. Wenn jemand an ihre Wirkung glaubt, macht er sich von diesen toten Dingen abhängig und gerät dadurch in die Fänge Satans. Tote Gegenstände wie Amulette bringen nämlich weder Glück noch Kraft, weil es laut Bibel so etwas wie Glück oder Zufall nicht gibt und uns Christen die Kraft Gottes ausreichen sollte, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist segnen und damit seine Kraft schenken möchte. Als Christen ist unser Leben nicht abhängig von Glücksbringern oder anderen toten Gegenständen, sondern von der Gnade des allmächtigen Gottes. Viele Christen vermischen heutzutage oft verschiedene Religionen miteinander und stellen sich neben ihrer Maria-Statue auch noch eine Buddha-Statue auf, was laut Bibel beides Götzendienst ist, weil tote Statuen niemals den lebendigen Gott ersetzen können. Im Buch Angst und Einsamkeit schrieb Kurt E. Koch: Okkulte Gegenstände wie Amulette, Talismane, Maskottchen, Götzen, Figuren und alle kultischen Gegenstände außerchristlicher Religionen sind Kristallisationspunkte für dämonische Mächte. Und auch wenn es vor allem für viele Katholiken zur Tradition gehört, eine Statue von Maria bei sich in der Wohnung aufzustellen, so ist auch dies ein toter Götze, den wir so schnell wie möglich aus unseren Wohnungen entfernen und vernichten sollten. Viele Katholiken beten heute sogar zu Maria, als könnte Maria uns in irgendeiner Weise helfen. Auch das ist ein geistiger Götzendienst, denn es gibt laut Bibel nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der lebendige Sohn Gottes, Jesus Christus. Maria wird oft als Regina Caeli bezeichnet, was lateinisch ist und Königin des Himmels bzw. Himmelskönigin bedeutet. Diese Bezeichnung geht zurück auf die babylonische Gottheit Semiramis, der Frau von Nimrod, und hat nichts mit der Mutter Jesu zu tun, weil Maria keine Königin ist und sich auch nicht im Himmel befindet. In Jeremia 7, Vers 18 heißt es: Die Kinder lesen Holz zusammen und die Väter zünden das Feuer an, die Frauen aber kneten Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen, und fremden Göttern spenden sie Trankopfer, um mich zu ärgern. Wenn wir Gott also nicht ärgern wollen, dann sollten wir als Christen die Glücksbringer, Amulette und Statuen zerstören und aufhören, Maria als Himmelskönigin zu bezeichnen oder sogar zu Maria zu beten, weil Maria keine Göttin ist, sondern ein Mensch war. Viele Menschen meinen, sie würden ihrem Körper und ihrem Geist etwas Gutes tun, wenn sie Yoga machen, aber davon sollten wir ebenfalls die Finger lassen. So schreibt Kurt E. Koch: Yoga befreit nicht, sondern knechtet. Yoga löst nicht, sondern bindet. Yoga erleuchtet nicht, sondern vernebelt. Yoga bereitet nicht den Boden für Christus, sondern macht für die Erlösung durch Christus immun. Yoga öffnet nicht die Pforte für den Heiligen Geist, sondern die Türen für spiritistische Geister. Deswegen sollten wir auch nicht meditieren und versuchen, irgendwelche Chakren zu öffnen und eine Kundalini-Kraft zu erwecken, weil wir dadurch Türen für Dämonen öffnen und uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Deswegen sollten wir um Befreiung beten und Jesus darum bitten, diese okkulten Türen wieder zu schließen. Kurt E. Koch berichtete, dass ein Bruder in Kanada 20 Fälle von Zungenreden untersucht hat und davon 19 einen dämonischen Charakter hatten, weswegen wir Christen aufpassen sollten, was wir sagen, bevor wir irgendeinen Humbug von uns geben, der oft Flüche beinhaltet und keinen Segen hat. Gesegnet sind sicherlich auch keine UFOs, auch wenn einige Hollywood-Filme versuchen, diese Phänomene positiv darzustellen. Über dieses okkulte Phänomen schrieb Kurt E. Koch folgendes: Die Tatsache, dass wir es bei den UFOs mit massivem Okkultismus zu tun haben, wird dadurch erhärtet, dass die UFO-Praktiken exakt mit den spiritistischen Praktiken parallel laufen. Dann bleibt nur die Theorie übrig, dass böse Geister sich materialisiert haben.
Sollten also in der Endzeit außerirdische Besucher auftauchen, die sich als Bewohner von weit entfernten Planeten ausgeben, dann sollten wir diese Geister prüfen, weil sie nicht von Gott sind, sondern vom Teufel, der sich ebenfalls als Engel des Lichts verstellt, um die Bewohner der Erde zu verführen und zu manipulieren. Ein weiteres Massenphänomen ist heutzutage die Pornografie. Das Wort Pornografie besteht aus zwei griechischen Worten, nämlich aus Pornaia, was Unzucht und Hurerei bedeutet, und aus dem griechischen Wort Grapho, was aufgezeichnet bedeutet. Pornografien sind also eine Form von aufgezeichneter Unzucht bzw. Hurerei. Kurt E. Koch schrieb dazu: Unter dem geläufigen Wort Pornografie versteht man also die Verbreitung von unzüchtigem Schrifttum und obszöner Abbildungen. Im letzten Hintergrund steht der diabolische Drahtzieher Satan, der sich ja alles auf eine moralische, physische und geistige Weltrevolution zutreibt. Mit Pornografien werden heute Milliarden verdient, Frauen als Objekte benutzt, wodurch Männer ihre Fleischeslust befriedigen, obwohl wir laut Psalm 101, Vers 3 nichts Schändliches vor unsere Augen stellen sollen, was Pornografien natürlich mit einschließt. Oft sagen wir auch einige merkwürdige Sprichwörter und sind uns gar nicht darüber bewusst, was diese eigentlich bedeuten. Zum Beispiel, wenn wir jemanden viel Glück wünschen und toi 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 sagen, obwohl das Wort toi eine mittelalterliche Abkürzung für den Teufel ist, der uns mit Sicherheit nicht viel Glück bringt, sondern Schaden zufügen möchte. Es gibt noch weitere solche Sprichwörter, wie zum Beispiel: Nun mal den Teufel nicht an die Wand, du bringst uns noch in Teufels Küche, oder wenn jemand kommt, über den man gerade gesprochen hat, und man sagt, wenn man vom Teufel spricht, womit diese Person dann automatisch mit dem Teufel gleichgestellt wird. Deswegen sollten wir aufpassen, was wir sagen, denken und tun. Oft tun Menschen Dinge und sagen Worte, die sie niemals tun oder sagen würden, weil sie eben nicht mehr klar denken können, zum Beispiel wenn sie unter Hypnose stehen. Über Hypnose schrieb Kurt E. Koch: Ich selbst lehne aufgrund meiner Erfahrungen in der Seelsorge die Hypnose in jeder Form ab, weil hier der Mensch zu einem passiven Versuchsobjekt erniedrigt wird. In der Passivität schleichen sich bei Menschen leicht fremde Mächte ein, vor allem dann, wenn das Versuchsobjekt medial veranlagt ist. Und wenn der Mensch sich unter Hypnose befindet, hat der Geist keine Kontrolle mehr über den Körper, weil dann nämlich ein unreiner Geist den Körper in Besitz nimmt und deswegen sich viele Menschen nach der Hypnose auch nicht mehr daran erinnern können, was sie getan oder gesagt haben. Auch Hellseherei ist zu einem beliebten Phänomen in der westlichen Welt geworden, obwohl man eigentlich nicht hell sieht, sondern dunkel sieht, weil es vom Fürsten der Finsternis kommt und nicht vom Licht der Welt Jesus Christus. Kurt E. Koch schrieb im Buch Okkultes ABC folgendes: Hellsehen ist ein Gebiet, auf dem biblisches und dämonisches dauernd verwechselt wird. Die biblische Prophetie hat göttlichen Charakter, die Hellseherei hat okkulte Wurzeln. Deswegen sollten wir uns auch nicht die Karten legen lassen, zu Wahrsagern gehen, Geister beschwören oder uns an die Toten wenden. Weil laut Tora niemand unter uns gefunden werden soll, der Wahrsagerei oder Zeichendeuterei betreibt, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet, weil dies alles für Gott ein Gräuel ist. Und weil viele Menschen heute in der westlichen Kultur nicht mehr an Gott glauben, vertrauen sie sich Menschen an, die wissend oder unwissend einen Bund mit Satan und seinen Dämonen geschlossen haben. Deswegen heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und genau das ist heute der Fall, leider auch im sogenannten christlichen Abendland. Auch ein Talisman klingt zwar zunächst harmlos, doch das Wort Talisman kommt aus dem arabischen Wort Tilsam und bedeutet Zauberbild, und von Zauberei sollen wir uns ja fernhalten, in welcher Form auch immer. Im Buch Angst und Einsamkeit schrieb Kurt E. Koch: Die Zaubereisünden sind ein unbewusster Vertrag mit Satan. Satan glaubt dadurch ein Recht an uns zu haben. Dieses Vertragsverhältnis besteht auch, wenn die Eltern oder Großeltern sich mit okkulten Dingen eingelassen haben. Es gehört zum Geheimnis der Weltregierung Gottes, dass die Kinder durch die Sünden der Vorfahren mitbelastet sind. Wenn also jemand okkulte Belastungen hat, dann muss das nicht zwangsläufig die Schuld von ihm selbst sein, sondern kann auch auf die okkulten Belastungen der Vorfahren zurückgehen, die sich von ihren Flüchen nicht befreit haben, weil sie Jesus niemals um Befreiung gebeten haben, der für uns am Kreuz zum Fluch geworden ist, damit wir vom Fluch befreit werden. Auch im 2. Buch Mose heißt das in Kapitel 20, Abvers 5:
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und wie Gott die Liebe des Menschen zu Gott definiert, hat sich auch im Neuen Testament natürlich nicht geändert, denn auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3 lesen wir, dass die Liebe Gottes darin besteht, dass wir die Gebote Gottes halten, was heutzutage leider die wenigsten Christen tun, und stattdessen die Gesetzlosigkeit predigen, wodurch sie auch automatisch Wahrsagerei, Zauberei und andere okkulte Dinge legitimieren, weswegen das christliche Abendland zu einem okkulten Abendland geworden ist. Deswegen heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 45, und all diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Würden sich die Christen, die ja das geistige Volk des Hauses Israel darstellen, von ihrer Gesetzlosigkeit befreien und wieder die Gebote des allmächtigen Gottes halten, dann würden diese Flüche nicht mehr uns, unsere Familien und unsere Nationen treffen, sondern unsere Feinde. Im 5. Buch Mose, Kapitel 30, heißt es ab Vers 7, aber alle diese Flüche wird der Herr dein Gott auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und genau das sehen wir heute bei vielen Christen weltweit, die zurück zu den Geboten Gottes kommen und nichts mehr vom Weihnachtsmann oder vom Osterhasen wissen wollen, weil viele Christen erkannt haben, dass sie zum Haus Israel gehören, weswegen sie auch nicht mehr verflucht, sondern gesegnet werden, nicht nur in diesem Leben, sondern vor allem im Königreich Gottes auf Erden. In Sacharja 8, Vers 13 und in Offenbarung 22, Vers 3 heißt es, und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Indem sie nämlich die Gebote Gottes halten und alles, was dem Willen Gottes widerspricht, beseitigen werden, ein für allemal. Es gibt nur einen, der uns dabei helfen kann, uns von unseren okkulten Belastungen zu befreien, nämlich Jesus Christus, weil in keinem anderen das Heil ist und es keinen anderen Namen unter dem Himmel für die Menschen gibt, in dem wir gerettet werden, außer durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Kurt E. Koch schrieb im Buch Angst und Einsamkeit, wenn Menschen an einer okkulten Belastung leiden, dann bekommen sie keine Hilfe durch einen Psychiater oder Psychologen oder modernen Theologen. Es hilft auch keine Meditation und kein Yoga und kein autogenes Training. Es hilft allein Christus. Und das sollte uns Christen, die wir dem Christus folgen, auch immer bewusst sein. Bevor wir zusammen das Befreiungsgebet sprechen, schauen wir uns nochmal Worte unseres Herrn an, der in Matthäus 11, Vers 28 und in Johannes 8, Vers 36 sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, zum Beispiel mit okkulten Belastungen, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn wenn euch nun der Sohn frei machen wird, von okkulten Belastungen zum Beispiel, so seid ihr wirklich frei. Falls ihr euch nun bei einigen okkulten Phänomenen, die wir gerade beschrieben haben, wiedergefunden habt oder glaubt, unter einem Fluch eurer Vorfahren zu stehen oder bis jetzt die Gesetzlosigkeit gepredigt habt und damit Gottes Gebote und den Segen Gottes damit außer Kraft gesetzt habt, dann spricht nun mit mir folgendes Befreiungsgebet, das vom Prediger Derek Prince stammt und schon bei vielen Menschen für Befreiung gesorgt hat. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes und der einzige Weg zu Gott bist und dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben und wieder auferstanden bist. Ich gebe meine ganze Rebellion und all meine Sünden auf und unterwerfe mich dir als meinen Herrn. Ich bekenne alle meine Sünden vor dir und bitte um Vergebung auch für die Sünden, die mich in den Einflussbereich eines Fluches gebracht haben. Befreie mich auch von den Sünden meiner Vorfahren. In meiner Willensentscheidung vergebe ich allen, die mir Schaden angetan und mich ungerecht behandelt haben, genauso wie ich auch möchte, dass Gott mir vergibt. Ich entsage jeglichem Kontakt mit okkulten und satanischen Dingen. Wenn ich irgendwelche Kontaktgegenstände habe, dann verpflichte ich mich hiermit, sie zu vernichten.
Ich weise jeden Anspruch Satans auf mein Leben von mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz jeden Fluch auf dich genommen hast, der je über mich kommen könnte. Deshalb bitte ich dich jetzt, mich von jedem Fluch über mein Leben zu befreien. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Im Glauben nehme ich nun meine Befreiung an und danke dir dafür. Amen. Möge der himmlische Vater uns im Namen seines Sohnes Jesus Christus von allem, was dem Willen Gottes widerspricht, befreien und möge er uns dazu befähigen, seinen Willen zu tun, damit der Wille Gottes nicht nur im Himmel geschieht, sondern auch auf der Erde. Da wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die dämonischen Kräfte des Teufels, sollten wir laut Bibel eine geistige Waffenrüstung anziehen, die ich versucht habe im Video Gottes geistige Waffenrüstung für die Endzeit zu beschreiben. Am Freitag werden wir um 20 Uhr nochmal ausführlicher auf okkulte Phänomene eingehen und, so Gott will, einige von ihren okkulten Belastungen befreien, damit der Fluch Satans mit Gottes Hilfe zum Segen Gottes verwandelt wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nämlich durch den Fürst des Friedens, dem lebendigen Sohn Gottes und König Israels, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen.